Also wenn das Wetter so bleibt, haben wir eine gute Tour vor uns. So habe ich nichts dagegen. Willkommen auf dieser Tour durch die Hochrhön. Es ist fucking windig, es ist knackig kalt. Ich verfolge einen wilden Raser auf einer KTM. Nein, Quatsch. Unsere diesjährige Herbsttour führt uns über die Rhön nach Bayern und zurück. Gestern war es etwas feucht, da hatte ich irgendwie nicht die Lust, was zu erzählen. Aber bei diesem Morgen dachte ich, muss das einfach mal sein. Wir haben perfektes Wetter erwischt. Vom Gastwirt noch einen Tipp für eine wunderschöne Route gekriegt, also drehen wir jetzt noch eine Runde durch die Hochrhön. Wir sind mal wieder Sangi auf einer 690R und ich auf meiner kleinen. Und genau, so knattern wir durch den Wald und es ist echt Hammer hier. Also ja, ich nehme euch mit auf die Tour und mal gucken, welche schönen Bilder entstehen. Später dann mehr von uns. Auf zum Atem! Dass es hier nicht so wackelig ist. Oh. Was? Ich habe einen Tourbahn? Seit wann habe ich einen Tourbahn? Das Kind weiß, glaube ich, nicht, was ein Tourbahn ist. This is Bamberg. It's a very old city with a lot of houses and some churches. And something happened here and now something different is happening here. That's Bamberg, goodbye. Guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Heimat. Haben uns hier einer kleinen Truppe angeschlossen, die wir cachen konnten. Nach einer etwas feuchtfröhlichen Nacht habe ich zumindest noch einen Schädel. Aber wir sind nicht mehr restalkoholisiert und gurken jetzt
den Wolken entgegen, wie üblich. Nee, ist ein bisschen frisch, aber macht Bock. Und ich melde mich wieder, wenn wir zu Hause sind. Letzte Pause bei bestem Wetter. Ich glaube 20 Kilometer vor zu Hause. Fahren wir dahin, was man ganz am hinten am Hintergrund schon sehen kann. Ich roll mal hier leise am Pferd vorbei. Geschafft, aber happy. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Gebt euch mal dieses Wolkenspiel. Das macht Spaß. Wir arbeiten uns hier Auto für Auto nach Hause. Wir werden es schaffen, keine Angst.